Du bist eine Lespe. Eine Lespe. Ja, das hat funktioniert. Boah, ich hab voll einen Witz. Und wir machen heute Schweinefilet. Da bin ich wieder. Krause kommt nach Köln. Die Stadt mit der großen Kirche und den kleinen Bieren ist das Zuhause vieler Medienleute und Comedians. Hier wohnt auch das herausragende Multitalent Tané. Sie kann singen, tanzen und ist eine virtuose Parodistin. Sie moderierte die Stand-up-Comedy-Show Nightwash, bespielt große Bühnen. Und vor allem ist sie sehr lustig. Ihre Sexualität und die Beziehung zu ihrer persischen Freundin macht sie dabei auch gerne mal zum Thema. Typisch Flüchtlinge, jetzt nehmen die uns auch noch die Lesben weg. Nach ihrem Comedy-Programm Geschickt zerfickt ist sie nun mit ihrem zweiten Solo Wolverine auf Deutschlands Bühnen und im Fernsehen zu sehen. Ich kenne Tané schon einige Jahre persönlich, ohne je bei ihr zu Hause gewesen zu sein. Und das hole ich heute endlich nach. Und ich freue mich drauf. Hi, wie schön, dass du da bist. Ich habe die Blumen mitgebracht. Ja. Danke. Vielen, das ist mega. Ich liebe Blumen. Ohne Scheiß. Ja, ich liebe alles, was endlich ist. Das finde ich. Dann bin ich ja richtig. Ich liebe Blumen, wirklich. Vielen, vielen Dank. Sie ein bisschen, oldschool so. Nein, mega, wirklich. Also es geht auch weiter mit dem langen Gang. Tatsächlich ist es ein sehr langer Flur. Das ist eine wunderschöne Wohnung. Jetzt ja, danke. Schon. Danke, danke. Ich würde die Blumen gerade mal ins Wasser packen. Ich weiß nicht, wie lange die schon. Die mögen das. Quasi. Kann ich meine Tasche kurz hier abstellen? Ja, bitte. Fühl dich total frei, entspannt. Jetzt ohne zu sagen, wo wir sind, aber das ist schon eine sehr gute Gegend in Köln, wo du hier wohnst, ne? Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Also es gibt viel, was man machen kann und es ist sehr belebt. Es sind viele Geschäfte, viele Cafés vor allen Dingen, was ich sehr mag. Wir haben aber auch vorher 2 Jahre in einer 40 Quadratmeter Wohnung in Erdfeld gewohnt. Zu zweit? Mhm, genau. Boah, 40 Quadratmeter. Und das war schon ein bisschen weiter draußen auch und deswegen, die haben wir jetzt ganz spontan irgendwie bei... Kann man das sagen? Im Moskau, also im Internet gefunden. So, und das Coole war aber, unser Vermieter ist mega entspannt und wir haben uns sofort verstanden. Also, dass wir haben quasi eigentlich nur gequatscht und uns nebenbei die Wohnung angeguckt. So, oh ja, schön, ja, alles klar. Und dann hat er nachher gesagt, dass wir dem so sympathisch waren, dann hat er direkt gesagt, wollt ihr die Wohnung haben. Das ist das Rheinländische, das Kölnische so ein bisschen. Bist du mal sympathisch, dann komm, kannst du hinziehen. Ja klar, ja sicher, das ist einfach entspannt gewesen, was soll ich dir sagen. Machst du Mandelmilch eigentlich? Ich mach das, ich trinke, wenn Milch, dann Mandelmilch tatsächlich. Oder ehrlich? Hafer oder Soja, aber ich trinke Kaffee schwarz. Du trinkst Kaffee echt schwarz? Ja. Sind Leute immer suspekt, die Kaffee schwarz trinken? Mir sind Leute suspekt, die immer schwarz tragen. Ach so, ist das so? Ja. Ja, Gott sei Dank habe ich ja noch einen kleinen Ausgleich mit meinen Haaren. Oder? Da habe ich ja noch den einzigen Pluspunkt gesagt. Aber hast du so ein... viele Comedy-Kollegen tragen ja gerne bunt, damit man sieht, dass sie lustig sind. hast du... Gerne viel mit Aufdruck, meinst du? So, ja, so. Mit Mustern gerne auch. Also A, finde ich schwarz... das ist ja keine Farbe, ich weiß. Jetzt kommen wir die ganzen Klugscheiße. Aber tatsächlich, ich mag schwarz am liebsten. Es ist so unaufgeregt. Auch auf der Bühne. Ich finde das halt super, weißt du, weil ich trage keine krassen Kostümchen. Ich habe das alles mal irgendwie abgelegt. So, man hat dich sogar mal für irgendeine RTL2-Sendung gezwungen, so Kleidchen anzuziehen und Spanks und so, ne? Ja, was heißt gezwungen? Weißt du, ich war irgendwie 23 und man wollte halt, dass ich das gerne anziehe. Also, ne, das war so dieses Ding und ich hatte noch nicht für mich diesen Punkt, wo ich ganz klar sage, nein, ich mache das nicht. Mit 23? So, ne? Und da wurde gesagt, da ziehst du ja was Hübsches an. Das waren Männer, oder? Hm? Das waren, ja, klar. Also das war dann ein männlicher Produzent, der gesagt hat, ziehst du ja was Hübsches an. Ne? Hm. Und dann gesagt hat, okay. Ziehst du was Hübsches an. Genau. Das ist genauso ein blöder Satz wie, lächel doch mal, bist du gleich viel hübscher. Ja, genau. Zeig doch mal die Zähne, du hast ja so schöne Zähne. Komm, ich zeig dir die Jungen. Das ist dein Zimmer heute. Das ist das. Ich habe ein eigenes Zimmer. Gästezimmer, ja. Du hast Gäste. Ja, wie toll ist das denn? Ja. Vielen Dank. Das ist ja super luxuriös. Ist es ruhig auf die Seite raus? Ja. Du kannst auch mit Nachbarn kommunizieren an der Stelle. Das ist auch vollkommen okay.
Da wohnen Menschen. Ah ja, ich lasse den Vorhang zu. Hier ist das Wohnzimmer. Mit einer unfassbar tollen Terrasse. Ja, das ist ja unfassbar. Das ist mein Corona-Projekt gewesen. Alles, was du hier siehst, ist meine eigene Armkraft, die hier, ich habe auch, ich glaube, 300, 400 Liter Blumenerde mir alles hingeballert, was geht und aufgebaut. Ich bin echt beeindruckt. Ja. Es ist wirklich schön. In die Hängematte. Aber also, Platten hast du nicht selber gelegt. Nee, die habe ich nicht selber gelegt. Aber alles andere, ich habe auch die Lampen hier. Ich, Zwergi, habe das hier mit so einer Riesenleiter alleine dran gekloppt. So. Zwergi. Wenn ich dich jetzt noch nicht kennen würde, würde ich dich jetzt noch sympathischer finden, dass es eine Vogeltränke gibt. So, pass auf. Und jetzt kommt es. Das hat mein Bruder mir zum Geburtstag geschenkt. Das ist herzlich süß. Und der wohnt in Wien, weißt du? Und dann kam das Paket an und der hat mir einfach eine fucking Vogeltränke geschenkt. Das ist geil, das ist eine oder? Fucking Vogeltränke. Achso, ja. Okay. Ich fand's mega. Und da waren also sogar, manchmal bewege ich mich hier auch wie so ein krasser Ornithologe, einfach so richtig stoisch durch dieses Reservat, möchte ich fast sagen, und gucke dann wirklich, wie diese kleinen süßen Vögelchen da so. Das ist total süß, ne? Ja. Hast du eigentlich noch ein Haustier? Eine Katze würde sich mit den Vögeln ganz gut ergänzen. Ich habe noch ein paar Spinnen, so ein paar Teeklas, die hier rumlaufen. Oh, Teeklas. Ja, und meine Freundin hasst Spinnen und ich bin dann auch immer wie so ein kleiner Ranger und fange denen dann auch ein mit den Händen, da rennt die ja schon schreiend weg, ne? Ernsthaft? Ja, ja. Das ist ja fast schon eine traditionelle Rollentrennung. Mhm, ja, ja, fast. Aber ich glaube, das ist ja immer so, wie du aufgewachsen bist. Wenn deine Eltern dir vorleben, ne, dann kriegst du als Kind das auch irgendwie. Und bei uns war halt so, es hat der Jacht, ne? Da muss es mal weg sagen, gemacht werden. Hat ein bisschen auch was damit zu tun, ne? Weil man ein bisschen erdiger aufwächst, wenn man so im Dörflichen, in der Kleinstadt irgendwie. Ja, sicher, ich saß ja auch im Sandkasten mit dem Keller erst. Und das waren meine ersten Freunde. Ja. Das ist so. Das sind immer noch meine. Ja. Naja, gut. Schön. Ja, dann wirst du heute gute Gesellschaft haben hier, weil wir werden hier bestimmt ein paar. Ist das so ein Insektending, weil wir so tief sind? Nein, oder? Ja, ey, wir haben richtig viele Mäuse hier seit Corona, weil die ganzen Restaurants zugemacht haben. Und auf einmal kamen die alle richtig ekelhaft. Okay. Also süß. Süß. Ja, natürlich ich süß. Schlaf mich. Ich habe noch ein Geschenk für dich übrigens. Wirklich? Ich dachte, die Blumen sind schon das Geschenk. Die Blumen sind geschenkt, aber ich bring ja immer was noch mit. Du bringst doch was mit? Ja. Ich hole es mal kurz. Ich geh mal kurz zu meiner Tasche, ja? Mm, ja, geh doch mal. Ach, der Rosmarin. So. Ach, guck mal, sogar eine Zitrone ist reif für dich hier. Echt jetzt? Ja. Weil das würde nämlich sehr gut zu diesem Geschenk passen. Oh mein Gott. Ja, also kein Zucker. Also pass auf, da pflück ich doch direkt mal. Kann man die schon? Ja. Das ja, die doch, kann man. Ey, das ist nicht abgesprochen, super. Sierra Tequila. Ich hörte, du trinkst gerne Tequila. Ja, ich liebe Tequila. Und was ist da? Ja, das ist eine kleine Schwarzwald-Bommel. Das ist fantastisch. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich erkenne dieses Hütchen mit den Bommeln. Das bedeutet, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, schwarz bedeutet verheiratet. Und das bedeutet, glaube ich, auf der Suche oder fruchtbar oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf der Suche und fruchtbar. Ja, so wahrscheinlich. Wolltest du mir damit was sagen? Ja, ehrlich gesagt, ja. Ist das der Grund für deinen Besuch? Ich habe hier noch was im Spiel. Es hat ein bisschen gelitten. Ich lege mal hier das Mäuschen hier beiseite. So, das ist aber süß. Guck mal, ich fühle mich bei Mäuschen immer angesprochen. Wenn wir heute Abend noch, ich weiß nicht, dann möchte ich spielen mit dir. Ja, wir spielen noch ein bisschen. Guck mal, und da zieht sich das Thema ja schon wieder durch. Absolut, du, weißt geil, du. Was ein geiler Flaschenöffner. Mega. Ich finde den so cool, dass ich ihn selber gerne hätte, ehrlich gesagt. Und es ist Sendegebiet, Südwestdeutschland. Super. Hier, ich finde es auch super, dass ihr das aus dem Kopf rauswächst, gell? Ich mag das so, wie du sofort switchen kannst. Und jetzt klingst du natürlich sofort nach Querdenker-Demo, aber trotzdem. Aber ist echt gar nicht mal so gut, gell? Doch. Wenn du aus der Region bist, glaube ich, hört man's. Vielen Dank. Echt, das ist sehr, sehr gerne. Ganz, ganz toll. Darf ich dich umarmen für die Geschenke? Bitte darum. Danke. Wollen wir noch ein bisschen das sehr schöne sehr gerne. Wetter unbedingt. Nutzen? Ja. Und mit dem Spielen anfangen, aber körperlich. Du weißt ja, ich bin ja eher so der Körpertyp. Auf jeden Fall. Was hast du dir denn vorgestellt? Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man Golf spielen geht. Aber ich bin immer noch in der Gehaltsklasse, wo man Minigolf spielen geht. Wie geht denn das eigentlich, Tanee? Ich habe keine Ahnung. Okay, pass auf. Bahn 1. Ja. Nee, wie viele Schläge man braucht,
oder? So, und dann der mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt dann. Das ist es, so würde ich es so würd ich's machen. Okay, dann lass, uns das einfach so machen. Oh! Ey, wenn das jetzt, ich hätte dich so gehasst. Kann mich nicht konzentrieren. Das ist unprofessionell. Ruhe. Alte Wutz. Tiger. Wutz. Hast du nicht gesehen, ne? Hast du nicht? Hast du? Hat sie wirklich? Ja. Ja, ja. Yes! Sehr gut. Es ist so schön, wie wir einen Teamsport draus machen. Ja, aber ich bin auch ein super krasser Harmoniemensch, ne? Und bist du guter Verlierer oder findest du dann immer noch Gründe, warum du nicht gewonnen hast? Also ich denke immer, ich bin gar nicht so ein schlechter Verlierer, aber meine Freundin sagt immer, ich bin ein wahnsinnig schlechter Verlierer. Also meine eigene Wahrnehmung ist dann ein bisschen verzerrt. Lass mal ein bisschen Hardcore-Minigolf spielen hier, was ist los hier? Auf! Du machst den hier. Du schlägst einfach volle Kanne und irgendwie. Ja. Du musst einfach gerade und in einer Linie. Du musst quasi deinen Oberkörper wie so ein. Wie so ein. Okay, warte. Ja, das hat funktioniert! Ja, hab ich dir doch gesagt! Oh nein! Vielen Dank, danke schön. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Ist doch nur Minigolf. 3, 2, 2, 4, 4, 3. Ah. Das heißt? Keine Ahnung. Du hast einfach nur Zahlen vorgelesen? Okay. Ich habe gerade auch nicht. 10, 11, 5. Das sind 11. Wir sind unentschieden. Ja. Ja. Komm. So. Das ist doch cool. Ich finde es befriedigend. Ich finde das auch schön. Total gut. Dann gehen wir jetzt irgendwo hin, wo wir mehr mit deinem Ehrgeiz sozusagen thematisieren können. Mit meinem Ehrgeiz? Ja. Wenn wir in Köln sind, gehen wir zum Dom. Gehen wir? Ehrlich? Gehen wir zum Dom? Zum Dom, zu dem anderen Dom. Geil, machen wir jetzt so wir machen eine richtige Touri-Runde. Nein, wir gehen zu deinem Dom. Sag schon was, ich merke eine gewisse Ehrfurcht. Das ist schön, oder? Du schweigst. Ja, es ist so toll. So Räume machen immer was mit mir. Ich finde das so großartig. Ich krieg direkt so einen Flashback in meine Kindheit. Weil, also nicht, dass es so groß war. Wir haben ja nur im Heinsberg in der Stadthalle gespielt. Aber trotzdem dieser Vibe, also dieses, es gibt jetzt eine Show. Und die ist komplett im Ensemble und man ist so eingenordet. Und du hörst schon dieses Knistern, das Publikum ist da. Du hörst dieses, ich habe sofort Feelings. Sollen wir mal reingehen und hier Bühne und mal die Bühne angucken und uns Publikum einfach vorstellen? Da, nee, da. Das muss gar nicht sein. Ich genieße auch einfach so einen Raum. Ah ja. Es gibt nichts Schöneres als live zu spielen. Also alleine so ein leerer Saal, ne? Ich habe das auch immer, wenn ich in Kirchen bin. Also gehst du in Kirchen? Ja, immer. In jeder Stadt, wo ich bin, wenn ich auf Tour bin, gehe ich in eine Kirche, weil ich die Gebäude so schön finde und weil die Atmosphäre so interessant ist. Ich gucke mir das immer an. Aber es ist egal, welche Konfession? Ja, wenn da eine Kirche ist. Also nur aus Architektur. Bist du gläubig? Nee, ich bin auch ausgetreten vor ein paar Jahren aus der Kirche. Ja, es ist nicht meine Welt. Es ist nicht mein, also du, normalerweise, ich müsste ja eh schon in Flammen aufgehen, wenn ich eine Kirche betrete. Von nicht so. Ja, und auch das Thema erschließt sich mir nicht ganz. Entschuldigung. Aber ach, bitte, die nein, Dame. Du hast recht, ja. soll ich dir hochhelfen? Ach, bitte, gerade geht es noch. Und machst du das, wenn du an einen Spielort kommst, dass du... Also es ist nicht dieses, ich muss jetzt in eine Kirche, aber wenn ich mag das, wenn ich irgendwo bin und noch Zeit habe, dass ich mir dieses Gefühl von der Stadt auf jeden Fall gebe. Ich muss das ein bisschen aufsaugen. Genau, man muss aber, glaube ich, auch ein bisschen den Ort atmen, um ein Gefühl zu bekommen, was für ein Publikum das ist, oder? Weil es ist ja auch tatsächlich so, man denkt immer, das ist nur so Gerede, aber die Publika sind unterschiedlich in verschiedenen... Die Publikese. Die sind unterschiedlich, die riechen unterschiedlich in den unterschiedlichen Bundesländern. Das merkt man schon, wenn man als Tourkünstler unterwegs ist. Ne? Das merkt man auf jeden Fall. Und wenn ich in Kiel spiele, das war so lustig. Ich habe währenddessen der Show irgendwie... Ich habe das Gefühl, der Funke springt mich über. Die waren sehr ruhig, ne? Und nachher sind die aufgestanden. Und das war richtig so ein furioser Endapplaus, ne? Aber währenddessen hast
hast du richtig gemerkt, also das war nicht so dieses euphorische Lachen, sondern eher so, jo, das ist ein guter Gedanke. Jo, da hat sie recht, ja. Ne? Also es war so in sich gekehrt, aber nachher dann super. Und die waren auch alle, also merkst du ja dann auch bei der Autogrammstunde, das war super, hat mir richtig gut gefallen. Also das fand ich richtig gut. Und lobst du dich selber auch mal und sagst, das war eine geile Show oder müssen das andere für dich tun? Das müssen sie nicht tun, das machen sie, aber ich mach's für mich nicht. Also ich bin immer sehr hart mit mir. Auch viel zu hart, das weiß ich auch. Dafür, also ich stehe mir selber auch immer im Weg. Ne? Also das ist so, dann bin ich... Wer ist das Korrektiv? Ist das dann deine Freundin oder ist da jemand, der sagt, jetzt mal, das war super? Ist dir eigentlich klar, dass es super war? Also ja, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend für sie, weil sie kann mir das auch so oft sagen, wie sie will. Und ich höre es oft auch nicht. Ja. Ich kann auch wahnsinnig gut Sachen überhören, weil ich dann einfach sage, nee, es war scheiße und dann bin ich in meinem Ding drin. Und bist du dann eigentlich anstrengend? Also in Phasen, wo sozusagen nicht ständig eine... Meine Mutter sagt doch immer, dass das jemand mit dir aushält. Mann. Ja, genau. Das ist ein Wahnsinn. Also, ich könnte es nicht mehr. Ja, ich glaube schon, dass ich sehr anstrengend bin. Das heißt, also ich bin immer konstant dabei, Stimmen zu machen, Geräusche zu machen. Meine Freundin sagt auch oft, jetzt halt bitte mal die Schnauze. Ne? Also ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich wirklich immer an bin. Also nicht immer, es gibt auch sehr viele sehr stille Momente. So, also ich bin auch nicht nur lustig, ich habe auch einen sehr ernsten Kern. Ja. Und den sieht man natürlich nicht auf der Bühne, ne? Ganz klar. Aber wenn ich für mich bin, ich schreibe zum Beispiel auch wahnsinnig viele Gedichte. So, und das weiß eigentlich keiner zum Beispiel. Glaubst du, dass, also wenn man hier so steht und dann sind ja auch da sehr viele, vielleicht sogar jüngere Frauen, dass du auch ein Vorbild bist? Also zumindest kriege ich das wahnsinnig oft durch mein Outing auf der Bühne, dass viele junge Menschen mir schreiben, mir das auch sagen bei der Autogrammstunde, wie sehr sie ihnen das geholfen hat, sich selbst zu outen zu Hause. Weil ich hatte zum Beispiel auch ein furchtbares Outing zu Hause. Und das erzähle ich auch auf der Bühne. Und ich drehe das natürlich in Komik, aber Komik ist ja auch immer Tragik mit Zeit und dann kann man es ja verwandeln, weil man dann selber den Abstand dazu hat. Ich kenne die Nummer, wie du dein Outing thematisierst, aber es war ja nicht wirklich lustig. Ne? Also ich weiß noch, dass eine Pointe war, die größte Angst deiner Mutter war, dass du mit Hella von Sinn oder Kathi Kamenbauer nach Hause kommst. Ja. Das hat sie wirklich gesagt? Ja, also das ist, so mit Hella von Sinn, also das war wirklich so, also die hatte so ein riesen Angstkonstrukt im Kopf, ne? Hat auch wirklich gesagt, das war halt auch so in einem Streitgespräch, ne? Bei uns läuft nichts normal, ich fahr mich jetzt gegen den Baum, ne? Und ist dann hat sich die Autoschlüssel geschnappt und ist erstmal weggefahren, ne? Und dann stehst du natürlich auch da als Kind und denkst, ja cool, vielen Dank dafür, aber das war auch ihre komplette Hilflosigkeit in dem Moment, ne? Ist natürlich für mich traurig als Tochter, nicht zu wissen, also zu wissen, dass die Mutter nicht in dem Moment damit umgehen kann und dir nicht ein gutes Gefühl damit geben kann. Aber für mich nachher super, weil ich das da auf der Bühne verarbeiten konnte. Aber ich weiß, dass sie das heute anders empfindet und so. Und als sie meine erste Freundin kennengelernt hat, ab da war alles gut. Und das war einfach nur in dem Moment komplette Überforderung und Impuls gesteuert, was gesagt, was man eigentlich nicht so meint. Und heute ist sie stolz? Ja, das sagt sie mir mittlerweile auch. Aber jetzt ist sie vielleicht noch ein bisschen stolzer, weil du bald diesen Laden hier füllen wirst. Also was heißt bald, du könntest morgen diesen Laden füllen, sind wir noch mal ehrlich, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre. Ich müsste wissen, wie viele Leute hier reingehen, dann kann ich es dir sagen. Ich möchte einmal, wenn wir schon mal auf der Musicalbühne sind, einmal Folgendes tun und danach darfst du, warte, ich möchte einmal so. Stella! Jetzt wovon du. Ist das? Stella. Heißt das Musical Stella? Ich glaube ja, oder? Oder heißt es, ist eine Unterstellung gerade? Ich weiß es nicht. Ja, ich keine Ahnung. Also das ist das Einzige, was ich weiß. Ich kenne das gar nicht. Musical, ich wollte ja unbedingt Musical studieren, ne? Ich weiß, ja. Ja, ich habe es aber nicht geschafft. Ich bin in meiner Aufnahmeprüfung kläglich gescheitert. Weil du angeblich nicht singen kannst, was nicht stimmt. Ja, genau. Rein technisch, du bist ja eine tolle Sängerin. Du kannst ja singen. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt mal angefangen, Unterricht zu nehmen. So ein bisschen Gesangsunterricht. Kannst du was? Performen? Nee, nicht performen. Aber wir könnten, also Musical ist ja immer so, es ist so übertrieben im Moment, ne? Also du kannst ja aus jeder Scheiße, kannst du ja einen Musical-Song ballern. Weißt du, es gibt immer ein Problem, das man lösen muss, ne? Das kann ich gut. So fängt auf jeden Fall immer ein Song an. Du kannst quasi sagen, ich hatte gestern Kopfschmerz und heute ist er weg. Dann nimmst du eine Aspirin und isst einen Leberkäse weg.
Leberkäse. Leberkäse. Für alle Menschen dieser Welt. Es ist eine Freude, nur mit Senf. Ganz ehrlich, ich würde reingehen. Ja, aber weißt du, was ich meine? Es ist scheißegal, was du singst. Es ist einfach... Und es ist Musical. Und wir machen heute Schweinefilet. Das ist super, ich hab nämlich Hunger. Und deswegen gehen wir jetzt essen. Vorhang. Genau, und dann wäre Pause. Toll, ihr wart super heute. Na, geht so. Bei der 20 Uhr Feststellung gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Cheers. Cheers, es ist mir eine Freude. Ja, mir auch. Den kann man aber trinken, oder? Nom, nom, nom. Es ist aber auch dein Hang zur Pfeffer. Oh, Jesus Gott, hast du dich verletzt? Oh mein Gott. Nein, es geht, es ist alles gut. Was hast du gemacht? Ich glaube, es ist zu heiß. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es zu heiß ist. Ich habe so einen anderen, mir ist es für meine kleinen, zierlichen Hände, ist dieser Schäler hier zu groß. Ich habe so einen kleinen Schäler. Ist das dein Ernst? Ja, und den bin ich ganz schnell. Mit meinem kleinen Schäler bin ich total schnell. Aber dieser große Schäler, der schränkt mich ein. Der schränkt dich ein? Ja. Hast du auch so, hast du so Signature-Gerichte, die du machst gerne? Ja, tatsächlich so eine gute Pasta Verdura. Und mit so kleinen... Ist das mit Hackfleisch? Nee, Verdura, also nur Gemüse. Achso. Entschuldige bitte. Oh, jetzt habe ich... Ein langer Tag. Oh, ich habe nicht gekriegt. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Hör mal, heute das ist jetzt sehr selten. War der Tag. Ich werde mir das im Kalender markieren. Ist doch so, zumindest hat man den Eindruck, so als Zuschauer, dass es jetzt auch so eine Art Solidarisierung gibt unter Frauen und dass man sagt, toll, wir halten zusammen, es muss mehr Frauen in der Comedy geben und viele schreiben sich das ja auch auf die Fahnen, das zu befördern. Ist das nur ein Eindruck, der nicht stimmt oder stimmt das? Naja, also, du hast auf jeden Fall recht insofern, als dass ich keine Förderung von Frauen erfahren habe, sondern eher von Männern. Zum Beispiel gibt es ja auch so Formate, wo nur Frauen teilnehmen. Ja. Die Ladies Night. Ne? Da bist du noch nie aufgetreten. Ja. Nee, man wollte mich da nicht. Das ist wirklich das, was ich erlebt habe. Ablehnung von Frauen. Also Frauen mögen mich nicht wirklich. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Ich kann das nicht komplett erklären. Ich habe es auch gemerkt jetzt bei dem Dreisat-Festival, als ich auf der Bühne stand. Ich habe es gesehen im Publikum. Ich habe die Frauen teilweise gesehen mit Ablehnung im Gesicht mir gegenüber. Und das ist etwas, was ich total interessant finde, zum Beispiel auch, ne? Weil, wo ich so denke, was genau ist es jetzt? Was ist es? Was dir missfällt? Ich kann es nicht sagen. Ich hau jetzt einfach nochmal den Rest der Sahne da rein. Ach, kann man ja, das nie ist immer gut. Also langsam, dieser Löffel ist natürlich vom Griff her jetzt auch eher unkomfortabel. Soll ich? Ja, das stimmt. Hätte ich den mal, möchtest du so einen Holzlöffel haben oder ja, so? Ja, aber ich mach das jetzt mit dem hier. Okay, komm, hier. Da, rechte Hand, habe ich so viel Hornhaut. Aber du bist auch schon so eine kleine Pussy, ne? Also das. Was? Gesagt hast du mit dem Löffel. Oh, mein mit Nagel. Dem Löffel. Mit dem Löffel. Mimimi. Das ist viel besser hier, der Löffel. Siehst du, und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Sexismusvorwürfe kriegen, weil ich gesagt habe, Pussy, das habe ich mit Schwäche gleichgesetzt. Ich finde dass du sehr sexistisch bist. Ja. Wo sitze ich denn überhaupt? Ich glaube, vorne. Wo ist denn vorne? Achso, vor mir. Also, ja. Vor dir? Ja. Okay. Verstehen Sie? Ja. Ah, super. Das der Salat gut ist zwar jetzt eingefallen, aber... Ah, ist ja Feldsalat. Ne? Der fällt. Mm. Zerfällt-Salat. So. So. Das sieht so toll aus. Warte, ich weiß, es wird kalt, aber bitte. Schön, dass du da bist, wirklich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für dieses tolle... Mal. Und da gehen jetzt auch die Nuttenfenster zu. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Das passt so zum Anstoßen, verstehen Sie? Weil, das habe ich auch in meinem Programm, das ist ein Spa, aber es ist kein Spa. Es ist ein Special Spa, möchte ich sagen. Ist da tue ich dir doch direkt mal Filet drauf. Und da, also selbst wenn es zu, also man hört schon, also da ist Action im Gange.
Ernsthaft? Ja, ja. Kopulation und, ja, und GV? Ja, ja. Ja, volle Kanne. Ordnungsamt war auch schon da, aber du kannst nichts machen. Die machen also Meisterbetrieb sonntags morgens um 6. Hier, ich gehe Brötchen holen. Ne? Das ist kein Witz. Das ist wirklich Horror. Und das glaubt mir auch keiner, wenn ich das im Programm erzähle. Aber es ist wirklich so. Es ist so. Und kannst du da nicht auch reingucken und so ein Fenster aufmachen? Und nee, so? Aber ich habe schon also richtig explizit gehört. Teilweise auch so, muss ich jetzt die Maske auflassen oder was? Also richtig hart. Das war wahrscheinlich auch schon vor Corona. Er meinte diese Maske, wo so ein Ball hier ist. Und, ja, das wäre auch interessant. Die Tanee wohnt über dem Puff. Ja, aber in der Wohnstraße, weißt du? Aber so exklusiv. Guten Appetit. Guten Appetit, vielen Dank. Mhm. Oh, das sieht so gut aus. Das kann gar nicht schlecht sein. Oh, wie zart das Fleisch auch ist. Du bist voll gut im Kochen. Schmeckst du? Gib mir noch einen Tequila. Es ist total stillos, aber ich mag ja gerne beim Essen so einen Zwischentequila trinken. Oh, wow. Voll. Das ist sehr russisch, oder? Ja, ich habe mein bester Freund Russe, tatsächlich. Deswegen. Ach, wirklich? Ja, so habe ich gelernt. Ach komm, jetzt ist doch auch egal. Ist ja wirklich wurscht. Das hat was. Ich finde, es hat was. Das ist auch das passt auch geschmacklich. Ganz ehrlich, wenn du die in deinem Schlafzimmer hast. Boah, ich habe so richtig, also so Puppen und so was, das ist gar nicht so meine Welt, ne? Ich beobachte dich da nie. Und irgendwann wird sie so ganz leicht, nur ganz leicht den Kopf drehen. Boah, auf, ey. Furchtbar. Um Gottes Willen. Prost. Also das ist ja... Auf dich. Aber passt geschmacklich voll, oder? Ich finde es, ich muss jetzt auch gerade, ich warte, aber ich liebe Tequila, ne? Ich habe immer Haare im Essen, ne? Immer. Ich finde immer Haare im, also nicht, wenn ich selber mache, ne? Aber wenn ich, das ist das Schlimmste. Einmal hatte ich, das war so ekelhaft. Habe ich in so einen Salat irgendwo bestellt und dann beiße ich da rein und ziehe ein so langes Haar aus. Ich habe fast gekotzt, ne? Ich stelle mir vor allen Dingen auch direkt die Person vor, weißt du? Ich habe dann sofort so ein Bild wieder, auch mit den Händen. Also wie jetzt beim Kartoffelbrei, aber dann mit den Händen, ne? Und sich noch so einmal durchs Gesicht fassen und dann schlotzt die Wotzi und dann nochmal aufs Klo und die Hände waschen und dann nochmal in den Karton für die Würze. Ja, genau. Ich bin dann immer so super visuell, weil dann ist sofort vorbei. Aber weißt du, was hilft? Tequila trinken. Desinfektion. Ja, Desinfektion. Desinfektion. Multo Desinfektion. Prolongación de Desinfektion. Sí, salude. Pokerface. Sehr gut. Nee, ich habe kein Pokerface. Ja, dann müsste ich ja was kaschieren. Ah, okay. Ja, aber ist das nicht verrückt, dass teilweise in Afrika, dass die Domestos trinken, weil sie sagen, das heilt Homosexualität? Jetzt ernsthaft? Ist kein Scheiß. Okay, und wirkt's? Ja, ich denke nicht. Aber der Leiter der Gemeinde hat das wohl irgendwo aufgeschnappt. Ist das dann so eine christlich missionierte? Mhm. Ah, das ist ja. Es gibt so ein Video auf YouTube, das ist wirklich extrem krass. Also da missioniert er so die Leute. Also es gibt so eine Versammlung und man sitzt da und sagt, do you know what they do? They lick the poopoo. They lick the poopoo of the man's asshole. Ne? Und das ist richtig krass und macht es so wirklich extrem. Du da sitzt und sagst, ja, Wahnsinn. Aber mein Selbstverständnis ist einfach ganz weit weg davon. Ja. Ja, ich denke, wir müssen diesen Teil rausschneiden. Nein, ich finde den super. Ich mag den Lick-der-Pupu-Teil. Ich sehe es an deinem Gesicht. Du nein, gar nicht. Doch, von mir aus. Nein, ich sehe es in deinem Gesicht, dass du denkst, ach du Scheiße, kann man das senden? Ja, natürlich kann man das senden. Kann man das nicht senden? Ja klar, außerdem ist es ein relevantes Thema. Du hast mir gerade 3 Tequila gegeben. Nein, 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 das waren 2. Willst du 3? Oder machen wir noch 3? Das ist der gute Nacht-Tequila, ja? Das ist mein gute Nacht-Tequila. Oh, ich habe voll einen Sitzen. Ja? Ja, aber es ist der gute Nacht-Tequila. Dann sollten wir aber gleich noch was spielen, oder? Das ist ja nur, wie wir sagen, ein Verdäulerle. Si, salute. Verdäulerle. So. Zack. Salut. Prost. Salut. Prost. Wolltest du eigentlich mal den Jakobsweg pilgern oder so? Hast du jetzt mal überlegt? What? Was? Also will ich mal, aber nicht, weil das Essen nicht gut war. Im Gegenteil, das war super. Packst du das bitte noch ein, damit wir das morgen noch essen können? Ich könnte fast schon schlafen jetzt. Sag doch, dass die Produktion gesagt hat, du solltest ins Bett gehen. Ich muss jetzt wirklich ins Bett, weil ich bin so müde. Ganz schlimm, wir müssen uns ohne Kamera gleich, wir machen, weißt du, was wir machen, wie früher. Du gehst jetzt ins Bett, ne? Und wenn die weg sind, dann setzen wir uns wieder draußen hin und dann trinken. Voll gut. Wollen wir gehen? Also, Tanne, ich gehe jetzt schlafen. Oh, ich bin auch ganz müde. Oh, das war wirklich wunderbar.
Lass stehen. Die Mäuse machen den Rest. Hast du gut geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe auch gut geschlafen. Haben wir eigentlich gestern Alkohol getrunken? Ich weiß es nicht mehr. Haben ja, wir? Ich weiß auch schon, nicht. Ne? Es riecht auch noch so ein bisschen, also aus mir, glaube ich. Ja, ich bin auch noch so ein bisschen zerstört. Also, aber sieht man dir überhaupt nicht an. Ja gut, eine Stunde Maske, dann geht das wieder. Dann ist wieder okay. Ich kann auch schon mal alles entzaubert. Ja, komm. Ja, ist doch gut. Es ist doch, so wachst du doch ja, auf. So, ja, natürlich. Ich glaube, dann ist aber hier... So hätte ich auch in dein Zimmer kommen können, wie das Mädel von The Ring. An der Decke. Ja, Decke ist ein sehr gutes Stichwort übrigens. Ja? Weil ich würde jetzt Frühstück vorbereiten. Voll gut. Und was Leckeres machen. Und das Problem ist, ich habe noch nicht geschafft, Vorhänge aufzuhängen. Ja, machst du nichts. Machst du nach dem Frühstück vorbereiten? Nee, das Problem ist, es wird auch nicht funktionieren, weil ich bin zu klein. Ach komm schon, das ist doch hier, das ist doch hier rausgehen. Du bist eine starke Frau. Ja, ich bohre dir alles an, ich mache alles, aber ich komme nicht an die Decke. Oh nee, muss ich das hier so, oh fuck, hier so einzeln reindröseln oder was? Wichtig ist immer Fett, Öl und Butter zusammen für ein Omelette, super. Ohne Butter mache ich es nicht. Bad News. Passt nicht. Vielleicht gibt's auch eine Alternative. Hallo Pierre. Wunderbar. Hallo. Das ist Marcel. Neue Person. Das ist Marcel. Ja. Hallo Marcel, ich bin auch Marcel. Pierre, hallo. Alles gut? Ja, danke. Schön, dich kennst du denn. Marcel ist ein Freund von mir. Marcel steht auch auf der Bühne. Und ist wir standen auch schon zusammen auf der Bühne. Genau. Wir? Wir. Nein, wir ihr. Beide. Wir beide. Genau. Und ja, wir haben uns am CSD vor zwei Jahren. Vor drei Jahren kennengelernt. Ja. Und schockverliebt. Lass uns doch essen. Ich habe Eier zubereitet. Das wird auch nicht besser. Hier, ich muss dir das kurz. Ich wollte das wirklich aber machen. Aber das Essen wird doch kalt. Ich weiß, aber nicht, dass du denkst, ich bin faul. Ja. Diese Teile hier sind von einem großen schwäbischen Möbelhaus. Ja, und es passt da nicht rein in diese konventionelle Schiene. Scheiße, ich konnte das nicht fertigstellen. Wirklich. Ist alles gut. Marcel, natürlich weiß ich, wer du bist. Aber in deiner Rolle in der Öffentlichkeit siehst du natürlich ganz anders aus. Ein bisschen. Ja, ja. Bisschen. Genau. Du hast die Mütze andersrum. So sieht es nämlich aus. Bisschen anders sehe ich tatsächlich aus. Ja, als Drag Queen bin ich unterwegs. Mit, eine ganz andere Welt. Mit dem Künstlernamen? Marcella Rockefeller. Genau. Genau. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Wir waren beide in Köln am Heumarkt auf der Bühne, also für Jugend gegen AIDS. Es war 35, 40 Grad, keine Ahnung, also horrorheiß wieder. Und als Drag, du hast halt wirklich krasses Make-up drauf, eine 10 Lagen Theater-Make-up. Mhm. Und, ich war am Bröseln. Ja, du warst richtig so. Überall. Oh, kamst du so runter. Ja, und dann stand sie da. Und dann habe ich gesagt, kannst du mal ganz kurz gucken, bitte? Ja, ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann kanntet ihr euch kriegen vorher wir uns nicht mehr los. Von, also wusstest du, wer sie ist und wusstest du, wer er ist? Tatsächlich ja. Ja? Ja. Also weil ich hatte zu Hause in Heinsberg witzigerweise auch den Auftritt gesehen, weil Marcel aka Marcella Rockefeller hat 2014
Ja. Das Supertalent gewonnen bei RTL. Und das habe ich zu Hause in Heinsberg geguckt, witzigerweise. Genau so, wie ich deine Anfänge geguckt habe zu Hause. Ne? Ja, lustig. Das war auch das Erste, was du gesagt hast. Du hast wirklich, irgendwie gesagt, ne? Wir haben bei uns immer so einen Running Gag. Wir sagen immer, du bist eine Lespe. Ja, das ist war irgendwie so das Ding. Ne? Lespe. Ja. Ja. Oh, eine Wespe. Die hat, Lespe, nicht Wespe. Ja, böse, falsch verstanden. Lespen kommen immer im Schwarm. Die müssen verjagen. Ja. Ist so. Wie alt bist du? Darf ich mal ganz, wie alt bist du? Ja. 23, da sieht man auch wohl. Ja, die wilden Zeiten sind vorbei, sag ich dir. Du bist keine 13 mehr. Ja, das stimmt. Ja. Nee, 32. Hast du auch so dieses Ding, weil du ja auch im Showgeschäft unterwegs bist, dass du deine Freunde so beisammen hältst und alles so? Unbedingt. Und ich habe tatsächlich, meine Freunde sind tatsächlich noch von, als ich 15 war. Mhm. Das ist natürlich das Beste. Wenn die haben die ganze Entwicklung mitbekommen und gemerkt, dass ich halt echt ein ziemlich abgehobenes Arschloch geworden bin. Aber seitdem wir alle kochen, ist es geil. So! Du, Marcel, war letzte Woche beim Fernsehgarten. Ja, tatsächlich. Das richtig geil. Das war Premiere, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Hat Kiwi deinen Namen gewusst, ohne auf ihre Karte zu gucken? Das weiß ich nicht, weil... Aber sie war sehr in love. Ja, ja, sie, sie wollte mich heiraten nachher. Ja. Es war sensationell. Ihr habt live singen dürfen, es war der Hammer. Nein, das kann nicht sein. Niemand kann live beim Fernsehgarten singen dürfen. Okay, entschuldige bitte. Okay. Also ich hatte noch überlegt, dass wir noch ein bisschen was machen, Pierre. Also, dass wir vielleicht noch ein bisschen kreativ arbeiten. So, wenn wir schon nicht bei einem Auftritt irgendwie sind. Das ganze gut. Und wenn es ums Arbeiten geht, bin ich raus. Ich habe heute frei. Ehrlich? Wie geil. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß beim Malen. Nicht verraten! Nee. Ach, wir malen? Nein! Voll cool! Ich freue mich. Ja, wir malen. Ah, okay, das kommt sehr gerne. Kriegt öfter sein Überraschungsei. Also, pass auf. Ich würde gerne mit dir Vulven malen. Und also, ich weiß, du hast lange keiner mehr gesehen, aber ich finde es schön, abstrakte Bilder. Aber ich finde abstrakte Bilder immer am schönsten. Weil Vulva wird oft mit Schwäche gleichgesetzt. Und ja, ist wirklich so, auch so gesellschaftlich so, weil empfangend nicht stark und so, weil phallisch immer so was Starkes ist. Mhm. Und deswegen, mein Programm heißt ja auch Wolverine. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, das ist ganz cool, wenn wir das einfach mal so auf eine Leinwand bringen. Ich mache einfach mal. Ja, ey, bitte, bitte. Ich bin auch nicht so, wie soll ich sagen, herausragend begabt im Malen. Wie oft machst du das denn? Also ich muss das nicht ganz mal so oft, ehrlich gesagt. Also das ist wie mit dem Alkohol trinken. Das ist, kommt dann jetzt so rüber, als würde ich das total oft machen. Mache ich aber gar nicht. Müsste ich aber eigentlich viel öfter machen. Weil es A, mega Spaß macht und es bringt mich voll runter. Du bist gar nicht, du bist erfolgreich jetzt zum Beispiel bei Instagram, also hast du ja viele Follower und so, aber du bist gar nicht so fleißig, ne? Also wie man eigentlich sein müsste, so dass du jeden Tag irgendwie, guck mal, ich bin hier gerade mit Pierre am Malen. Ich mag Social Media nicht sonderlich. Ich weiß, dass es dazugehört und ich höre auch immer, ich müsste mal mehr posten und ich müsste mal mehr machen und so. Ja, kann ich. Aber ich mach's nicht gerne, weil für mich ist das so unecht. Ja. Dann hält ich das Handy und sag, also, ich find's mega, wenn ihr Karten kauft. Und naja, vielleicht sehen wir uns ja am Dienstag, okay? Ich mach das, aber weil ich auch weiß, also, ich sehe ja auch, dass es was bringt. Ich sehe ja, wenn ich das mache, dass Leute wirklich erst darauf dann das checken, dass ich ja irgendwo bin und sagen, ach ja, stimmt, ich könnte ja wirklich mal eine Karte kaufen. Aber willst du, hast du das das grundsätzliche Bedürfnis, noch mal was ganz anderes zu machen? Also zum Beispiel sowas wie in einer anderen Stadt, vielleicht sogar in einem anderen Land zu leben. Vielleicht sogar einen anderen Beruf, so neu anfangen irgendwie zu machen. Mal. Ich wollte immer mal für so ein Jahr ins Ausland einfach. Einfach mal wegfahren, so ohne alles. Und ich würde das gerne noch mal haben. Wohin? So Uruguay oder so, fände ich auch mal super spannend. Uruguay, you're gay. Oh my God, you're gay, Uruguay? Oh my God, yeah. I would really like to check that out. The other side of the puddle. Musik
Na, wird's gut? Ja, das wird sehr gut. Ich klau mir einfach was von deiner Farbe. Okay, man muss hier einfach ein bisschen mutiger sein mit dieser Farbe hier. Ich denke die ganze Zeit an Feuer. Und ich möchte so ein bisschen die Mischung aus einer Flamme. Wenn ich jetzt sage Stichflamme, ist das auch viel zu viel Steilvorlage. Aber aus einer Flamme und eben sozusagen einer Vagina, einer Vulva sozusagen kreieren. Ja, geil. Aber es gelingt mir nicht. Es ist wirklich, ich habe hier einen roten Fleck an der Stelle, der ist keine Aussage, sondern ein Unfall. Bei mir ist es gerade eher so eine gegrillte Banane. Guck mal gerade. So eine faulige Grille. Ich bin noch nicht in Vulva-Form. Ich bin nur. Das sieht aus wie eine Currywurst. Ja, richtig. Das ist eine Currywurst. Das sieht nicht schön aus. Das sieht wirklich nicht schön aus. Ich finde es voll spannend. Du wolltest das so flammenmäßig machen. Ich wollte flammen, jetzt sieht es wirklich aus geil. Wie echt. Man, willst du noch mal auf das Bild gucken? Ich möchte lieber eine Salbe drauf machen. Hast du Salbe? Ja, ja genau. Phosphorgel. Ja, aber mach. Aber ich finde halt, meins sieht sehr nach Arztpraxis aus. Also das ist schon so, wo du sagst, das siehst du beim Gynäkologen im Wartezimmer. Und guckst da hin und denkst so, da wollte der Künstler zu viel. Aber ehrlich gesagt, ich find's total gut. Also ich würde es jetzt erstmal so lassen, glaube ich. Ich glaube, man erkennt es auf jeden Fall. Nicht bevor du es nicht signierst. Das ich jetzt erstmal deins sehen. Aber. Also bei mir ist eigentlich so, ich habe nur noch Schadensbegrenzung versucht, weil alles ging schief. Es ist aus der Flamme, ist jetzt... Ey, aber das ist geil. Doch, ich find's cool. Klar, ich habe jetzt eine Avocado gemalt, die drüber ist. 14 Tage. Wirklich geil. Ich häng mir das sowas von auf. Ich werde kontrollieren kommen. Ja, bitte. Und dann immer so, Ding-Dong, Pierre kommt. Andersrum. Ja, ich stell mir auch mal, ich könnte es auch waagerecht aufhängen. Ja, Vagina-recht. Verstehen Sie? Also diese ganze Vulva-Malerei hat mich doch ein bisschen hungrig gemacht. Oh, total. Ich habe schon die ganze Zeit Hunger, ehrlich gesagt. Ich mache das später weg und dann bringe ich dich zum Bahnhof, würde ich sagen. Ach so, ich muss ja auch schon bald gehen. Du musst bald gehen, ja. Also ich verlasse mich auf deinen Dings, du bestellst und ich esse mit. Sie bestellt, ich esse mit. Okay. Du bist mit? Okay, dann nehmen wir ein Adana-Sandwich, bitte. Einmal? Ja, oder willst du, nehmen zwei. Zwei Stück? Ja, okay, wir nehmen zwei. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wollt ihr hier essen? Soll ich einen Tisch machen? Nee, wir nehmen das mit. Ihr nehmt das mit? Genau, weil Pierre nimmt seinen Zug und dann nehmen wir das mit. Okay. Und nehmen ich esse es im Zug, also gerne viel Knoblauchsoße. Genau, im Vierer. Das ist ein sehr leckeres Essen. Mhm. Super, ne? Danke, dass du mir das gezeigt hast. Sehr gerne. Mensch, Tané. Ja. War das schön. Oh, jetzt hast du noch gereimt. Noch gereimt zum Schluss. Zum Schluss hat er noch gereimt. War wirklich toll. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut. Also vielen Dank. Das war wirklich, waren zwei richtig schöne Tage. Finde ich auch. Tatsächlich. Und beim nächsten Mal, du hast es ja schon angekündigt gestern Abend, freue ich mich auf deine Pasta Verdura in der Casa de la Krause. Kommst du jederzeit. Wenn du in Karlsruhe bist, kommst du mal bei mir vorbei. Mach ich sehr gerne. Privat, ohne Kamera. Ich drücke dich jetzt, weil ich einfach will. Einfach so. Danke, Tony. Sehr gerne. Ich bring dich noch zum Bahnhof, ja? Ich wollte gerade fragen, weil das ist eine echt so eine Gegend, da hätte ich niemanden gern dabei, der mich beschützt. Ist gar nicht so schlimm, Bruder. Das ist eine entspannte Gegend. Wenn du mit mir bist, ist alles gut. Ich schwöre. Sie gehört zu mir. Pierre für die ARD. Tané for the world. Muss man mal sagen.